Servus Leute, ja, hier ist wieder euer Gliederschmerz und ich habe hier wieder ein neues Tutorial für euch und ja, wie gesagt, heute geht es darum, wie man retimet. Wir bekommen hier einen süßen, netten Angriff rein, nicht wundern, das ist keine Vorlauf, nein, ich habe nur einen Kumpel gebeten, dass er kurz einen Angriff losschickt und dann fangen wir doch einfach mal an und zwar gehen wir auf den Angriff drauf, am besten mit einem neuen Tab und müsst es halt dauerhaft offen lassen. Das ist jetzt, ja, das, wenn ihr nur eine Bude habt und retime wollt, wenn ihr zurück, also wenn ihr, wie gesagt, nur mit zurückzählen raustappen könnt, ohne die ganze Zeit zu aktualisieren. Und dann gehen wir jetzt mal auf den Versammlungsplatz und gucken, wie lange wir mit Elkaf laufen auf seine Bude. Und das sind 2 Minuten 14 Sekunden. Und dann gehen wir mal wieder auf das andere Tab von ihm. Er läuft noch 1:33, aber er läuft 4 Minuten 1 mit Axtkämpfer. Und wenn er um 24:33 da ist, müsst ihr halt kurz rechnen, dann wird er mit 4 Minuten 1 um 28:34 ankommen. Bei einem Angriff, also nach dem Angriff, werden die Millisekunden auf 0 gesetzt, das heißt, er kommt Punkt 34 an. 28:34. Dann gehen wir zu einem anderen Dorf und gehen direkt auf den Versammlungsplatz und versuchen mal direkt da anzukommen. Hier haben wir schon 2 Minuten verhauen, also ohne Rammen angreifen, und hier können wir noch raustappen. Das heißt, wenn wir jetzt hier die ganze Zeit aktualisieren, dann können wir bei 28:34 die ganze Zeit dauerhaft rausschicken. Wir können es auch noch in die Notizen von ihm, also von dem Dorf, schreiben. Es geht natürlich nur, wenn man Premium-Punkte hat, 28:34, dass man weiß, wann es ankommt. Das mache ich bei den Hauptwelten immer so. Und jetzt noch 40 Sekunden. Dann dürften wir eigentlich direkt retime können. Ihr könnt auch noch, ja, was könnt ihr noch machen? Ja, die Truppen solltet ihr vielleicht noch ausstellen, gerade beim Retime. Damit er euch ja nicht haut oder wegblocken, macht er dann auch wenig Sinn. Dann fetzen wir einfach mal die Truppen hier raus, angreifen und direkt wieder abbrechen, wenn wir können. Und ja, jetzt haben wir es hier 28:31 und losschicken, genau. 28:34 seht ihr und 873 Millisekunden. Das heißt, es ist eigentlich fast unmöglich, da rauszutappen. Beziehungsweise ziemlich schwierig, wenn man davor keine Vorsichtsmaßnahmen getroffen hat. Ich glaube, der Typ wird sich bestimmt nicht so dolle freuen, aber naja, kann man nichts machen. Ihr habt jetzt auch gerade noch gesehen, der Angriff ist durch und auf dem Tab, das ihr offen hattet. Also da wird die Zeit zurückgezählt. Und mit der zurückgezählten Zeit, wie ihr hier seht, 3 Minuten 32 und ihr lauft 2 Minuten 14. Müsst ihr einfach warten, jetzt noch genau die eine Minute. Ich habe das aber ein bisschen vorgespult, dass das ja keinen Stress gibt, sage ich einfach mal so. Dass ihr nicht so lange warten müsst, dass es nicht so lange in die Länge zieht. So 2:21 und jetzt direkt bei 2 Minuten 15 losschicken, also eine Sekunde früher, weil ihr müsst ja denken, dass euer Computer das auch noch an die schicken muss. So, und jetzt 2 Minuten 34 Ankunftszeit und wir kommen 2 Minuten 34 und 300 ms oder so an. Das heißt, wir haben einen perfekten Retime. Das Ganze spule ich jetzt auch noch mal vor, dass ja, dass es nicht so rumstresst. Hier seht ihr noch mal die Berichte und wir haben perfekt retimed. Er hat oft nicht mehr rausbekommen und ja, ich hoffe, das Tutorial hat euch hier was gebracht. Ich hoffe, dass ihr mir nicht so viele Retimes schiebt, aber selbst wenn, ist ja ein Spiel. Bis zum nächsten Mal, euer Glied.